krasser Wintereinbruch in den Bergen. In der Schweiz, echt der Hammer. Ich bin gestern den Berg hochgefahren, da wo es nachts die Räumer kamen, echt nicht nach. Die Straßen waren mega eingeschneit. Ich bin froh, dass ich überhaupt durchgekommen bin. Und habe da noch ein bisschen Schnee geschippt, so um 11:30, 12 nachts. Und heute Morgen komme ich raus. Also da, wo ich geschippt hatte, schon wieder ein halber Meter obendrauf. Echt der Hammer, Pulverschnee. Heute noch keine gute Idee, zu kommen, zu fahren. Die Lawinengefahr ist auch richtig hoch. Aber morgen soll es dann lockerer werden und fürs Wochenende genialste Bedingungen angesagt, auch zum Teil sonnig. Also bei echtem Pulverschnee. Kann es euch nur empfehlen, egal wo, in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, geht in die Berge. Lasst es euch gut gehen. Geht schlitteln, holt die Tourenskier raus. Aber wie gesagt, seid extrem vorsichtig. Vergesst eure Ausrüstung nicht und bringt einen erfahrenen Mann mit, auf jeden Fall. Oder Frau natürlich. Die geschützten und gesicherten Pisten, die offen sind, ist ja leider nicht überall offen, sind bestimmt gut und sehr cool fahrbar. Und auch Schneeschuhtouren, sicherlich reizvoll, aber wie gesagt, passt richtig gut auf. Es ist die höchste Lawinengefahr. Bleibt auf ausgesteckten Wegen und gesicherten, wo die Lawinen auch schon abgeschossen sind. Geht kein hohes Risiko ein, aber nutzt die Gunst der Stunde und die frische Luft, den tollen Schnee und wie gesagt, hoffentlich am Wochenende auch die Sonne. Genau, also ich bin jetzt gerade hier in Davos für Gruppenhaus wieder am Arbeiten. Werde es mir aber morgen früh gönnen, ein bisschen auf die Piste zu gehen, ein paar Schwünge zu machen im Pulverschnee. Tut sicherlich gut. Genau, passt auf euch auf und ganz viel Spaß auf dem Berg. Bis dann, ciao, ciao, euer André.